Als ETF-Investor nimmt man wahrscheinlich die Gewichtung der einzelnen Regionen, wie der ETF investiert, einfach so hin. Aber wie sieht es denn jetzt mit einem beispielsweise fertigen Weltportfolio bestehend aus einem MSCI World und einem MSCI Emerging Markets aus? Wie gut ist man hier eigentlich wirklich diversifiziert? Wie hoch ist der US-Anteil in so einem Portfolio wirklich und was machen aufstrebende Nationen wie China? Genau das schauen wir uns im heutigen Video einfach mal an. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt mit dem Video richtig starten, würde ich dich doch bitten, den Kanal zu abonnieren und wenn du es nicht schon getan hast, auch die Glocke zu aktivieren, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums passive Investieren, vor allem mit ETFs, aber auch mit P2P-Krediten und ich verrate dir die besten Finanz- und Spartipps. Verpasst also keine weiteren neuen Videos mehr, hau den Abo-Button und die Glocke und dann freue ich mich, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Starten wir doch sogar mal mit diesem Video hier. Das Investieren in Finanzprodukte wie zum Beispiel Fonds oder konkret bei Indexfonds auch ETFs hat gegenüber dem Investment in Einzelaktien einen ganz, ganz großen Vorteil. Man ist nämlich direkt breit diversifiziert und das am besten über die ganze Welt hinweg, indem man eben in verschiedene Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, investiert und das Ganze über verschiedene Länder und Kontinente verteilt. Wenn man in Einzelaktien investiert, kann man sich diese Gewichtung und die konkrete Anzahl der Unternehmen natürlich selber aussuchen. Bei einem festen Indexprodukt wie den meisten breit gestreuten ETFs ist das so nicht möglich, denn hier gibt es konkrete Vorgaben, wie der Index sich aufbaut und dementsprechend auch der ETF investiert. Das heißt beispielsweise bei den großen weltweiten Indizes haben wir einen großen US-amerikanischen Anteil und einen geringeren Europa-Anteil und einen noch kleineren Pazifik-Anteil. Wie gut ist man denn jetzt aber eigentlich wirklich diversifiziert in so einem an sich sehr, sehr breit gestreuten Portfolio? Kann man hier vielleicht nicht noch etwas optimieren? Und wie sieht eigentlich so ein ETF-Portfolio aus MSCI World oder einem vergleichbaren ETF und den Emerging Markets aus? Genau das schauen wir uns jetzt mal auch ganz konkret an und ich habe das mir auch mal mit meinem Depot angeguckt und hier einige wirklich sehr, sehr interessante Sachen herausgefunden. Hier mal die Frage an euch und zwar, wie seht ihr das eigentlich? Seid ihr auch der Verfechter einer regionalen Diversifizierung oder sagt ihr hier eher, man müsste konzentrieren und einige Regionen über- oder untergewichten? Schreibt mir dazu eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich hier auf jeden Fall wie immer auf den Austausch mit euch. Schauen wir uns doch jetzt mal ganz konkret einen ETF an, der super breit diversifiziert ist und zwar den FTSE All World. Das hat einmal mehrere Gründe. Der FTSE All World ist ja im Prinzip das Pendant zum MSCI All Countries World, also sprich Industrienation und Schwellenländer gemischt. Und ich benutze hier FTSE als Referenzindex, einfach weil ich ja selber auch in den FTSE Developed World und in den FTSE Emerging Markets investiert bin. Also macht es für mich persönlich mehr Sinn, diesen FTSE-Index eben als Vergleichsindex zu nehmen. Es macht keinen großen Unterschied, also das Ganze ist auch im Prinzip auf die MSCI-Produkte zu übertragen, aber eben nicht 1:1 ganz komplett. Da gibt es einige wirklich kleine Unterschiede. Checkt dazu gerne auf jeden Fall auch mal ein weiteres Video von mir hier aus. Verlinke ich euch oben in der Infokarte nach unten in der Videobeschreibung. Also, FTSE, weil ich selber in die FTSE-Produkte investiert bin und All World, einfach weil ich finde, dass wenn man neben seinen Investments in die Industrienation auch in die Schwellenländer investiert ist, dann sollte man so einen Index eben, wenn man sich vergleichen möchte, auch als Vergleich nehmen, der eben auch in die Schwellenländer investiert. Und deswegen haben wir jetzt hier den FTSE All World. Über 3400 verschiedene Aktien sind hier drin im Referenzindex dazu, also nochmal etwas mehr und breiter diversifiziert als das geht es eigentlich fast nicht. Die regionale Aufteilung nach Kontinenten finde ich sehr spannend. 60% natürlich in Amerika, Europa dann auf Platz 2 mit um die 20%, Asien, Pazifik folgt dann und dann um die 11%, sehr, sehr spannend, die Schwellenländer. Also merken wir 90% in die Industrienation und 10% Schwellenländer. Konkret für die Länder heißt das, die USA ist mit 56% weiterhin auf Platz 1. Um diese fast 60% eben voll zu machen, ist dann noch Kanada etwas weiter unten hier mit 2,5%. Und dann haben wir den Nordamerika-Teil auch schon relativ schnell abgehakt. Sehr, sehr spannend finde ich den China-Anteil, der mit 5% am drittstärksten gewichtet ist. Sehr, sehr cool, dass dann auch noch Taiwan
als weiteres Schwellenland eben hier folgt. Also wir haben schon eine sehr hohe Schwellenländergewichtung hier, finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt mal hier runter scrollen, können wir sehen, da ist wirklich fast alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Sogar ja, Israel, Kuwait und Neuseeland sind hier dabei und ganz unten die Vereinigten Arabischen Emirate. Also da ist man wirklich super, super breit diversifiziert, wenn man hier so einen Index oder so einen ETF eben investiert. Wie schaut es jetzt aber eigentlich für mein konkretes Portfolio aus? Hier habe ich mir folgende Aufteilung überlegt. 50% Developed World, 30% Emerging Markets und 20% Europa, um eben diesen hohen US-Anteil, der im Developed World ja sogar noch einen Ticken höher ist, eben etwas abzuschwächen. Also auch diese eigentlich vorgeschlagene Gewichtung MSCI World 70% und die Emerging Markets zu 30% dazu. Das trifft also im Prinzip auch auf mein Portfolio zu. Und wenn wir hier gucken, ja, bin ich eigentlich gar nicht mal so weit von entfernt. 77% sind derzeit in die Schwellenländer, in die Industrieländer investiert und dementsprechend ja etwas mehr als 20% nur in die Schwellenländer. Also hier müssen die Schwellenländer etwas aufholen. Was auch direkt auffällt, ist, dass der Europaanteil hier vergleichsweise groß ist. Auf jeden Fall habe ich da die Nordamerika-Gewichtung deutlich runterbekommen. Das liegt in meinem Portfolio einfach auch daran, dass ich eben noch zwei Einzelaktien dazu im Portfolio habe und einen weiteren ETF auf die Reise- und Freizeitbranche, der eben auch wie die beiden Einzelaktien konkret nur in europäische Aktien eben investiert. Und insofern ist dieser Anteil hier nochmal etwas nach oben gerutscht. Sehr spannend auf jeden Fall, dass der Asien-Pazifik-Anteil hier auch wirklich so einen riesengroßen Anteil einnimmt in den Schwellenländern. Über 3/4 hier sind in Asien investiert. Sehr, sehr spannend. Und das konkret mal auf die Länder bezogen, sieht dann nämlich folgendermaßen aus. Die größte Position auf jeden Fall weiterhin die USA, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber was sofort auffällt, eben dieser große Europa-Anteil, über 43%. Und Deutschland nimmt da einen sehr, sehr großen Anteil, nämlich dann auch wieder ein von Europa, dann fast schon wieder die Hälfte. Im Gesamtportfolio sind es dann um die 17%. Und das liegt vor allem an den beiden Einzelaktien, die ich im Depot habe, was ja deutsche Titel sind. Also sehr, sehr spannend an der Stelle. Ist dann aber auch nicht nur diese Übergewichtung quasi von Deutschland, sondern auch die Gewichtung von China im Portfolio. Generell sind wir Asien, Pazifik jetzt, egal ob Schwellenländer oder Industrienationen, eben um die 23%. Und China ist im Gesamtportfolio 10% schwer. Das ist auf jeden Fall meine Ansage, denn wenn wir uns zurückerinnern, da war im All-World-Index China mit ungefähr 5% gewichtet. Insofern haben wir hier quasi ein Übergewicht und es wird ja auch China eine sehr, sehr große Zukunft vorausgesagt. Finde ich also sehr cool, dass ich eben auch mit 10% in China investiert bin, weil wenn man so in einen ETF quasi einfach nur investiert, dann ist einem gar nicht klar, ja, wie breit man eigentlich jetzt hier investiert ist und was das konkret für die einzelnen Länder heißt. Sehr spannend finde ich aber auch die kleineren Gewichtungen hier, zum Beispiel in Afrika oder auch in Mittel- und Südamerika, was ja jeweils so um die 2 bis 2,5% sind, finde ich sehr, sehr cool. Ist natürlich noch einige andere Länder hier dabei, aber ich habe jetzt einfach mal der Einfachheit halber für diese Gewichtung nur die Länder genommen, die mindestens 1% eben hier in den jeweiligen Indizes und in den ETFs gewichtet sind. Dementsprechend ja, fallen halt eben solche Länder wie Vereinigte Arabische Emirate oder so hier einfach raus, weil da ja ist quasi 0% im Prinzip drin. Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr spannend, dass man eben auch in so kleine Regionen wirklich diversifiziert ist. Was heißt es jetzt aber für mein konkretes Portfolio? Ja, Europa ist auf jeden Fall ein Ticken zu groß mit um die 40%, das kann man auf jeden Fall so sagen. Da werde ich mir mal Gedanken machen, was ich da in Zukunft vielleicht so ändern kann. Sehr spannend finde ich auf jeden Fall, dass China so stark gewichtet ist mit um die 10% im gesamten Portfolio. Finde ich wirklich sehr, 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 sehr cool. In einem der nächsten Videos schauen wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal die konkrete Branchenverteilung an, weil das finde ich auch super spannend. Da gibt es auch einige echt interessante Sachen, vor allem wenn wir uns mal so die Technologieverteilung angucken. Das ist ja auch so jetzt in Zeiten von Corona nochmal so richtig ein Hype geworden, dass man sich auf die Tech-Werte stürzt. Und da schauen wir uns in einem der nächsten Videos eben auch nochmal die konkrete Branchenverteilung an. Ansonsten, vor zwei Wochen war ich beim Felix von Finanzen kann jeder mal zu Gast und wir haben uns einfach mal über das Investieren und verschiedene Anlagestrategien und ETFs unterhalten. Checkt das auf jeden Fall gerne aus. Video verlinke ich euch in der Infokarte nach unten in der Beschreibung.
Ansonsten soll es das an der Stelle von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und auch ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.